Welche Rolle spielen sexuelle Praktiken und das Aussehen für unser sexuelles Begehren, unsere partnerschaftlichen Beziehungen und unsere sexuelle Zufriedenheit? Dazu erfährst du gleich mehr auf der Grundlage der sexuellen Konfigurationstheorie der Neurowissenschaftlerin und Sexualwissenschaftlerin Sari Van Anders. Das Video soll dich dabei unterstützen, eine erfüllte Sexualität aufzubauen. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter. Bitte nutze diese Zeit, um meinen Kanal zu abonnieren, wenn dich Themen der Beziehungspsychologie, der Partnersuche und der Sexualität interessieren. Bleib dran! Dating und Beziehung, der Videopodcast zur Beziehungspsychologie von gleichklang.de. Es macht Sinn, wenn wir uns mit den Befunden der Psychologie über die Sexualität auseinandersetzen. Denn eine hohe sexuelle Zufriedenheit verbessert auch unser Lebensglück. Das hat beispielsweise diese Studie gezeigt, die die Teilnehmenden über einen Zeitraum von 9 Jahren beobachtete. Dabei zeigte sich, dass eine hohe sexuelle Zufriedenheit zu einem vorherigen Zeitpunkt mit einer hohen Lebenszufriedenheit zu einem späteren Zeitpunkt zusammenhing. Und dieser Effekt galt sowohl für Männer als auch für Frauen. Dabei ist es alles andere als selbstverständlich, dass wir sexuell zufrieden sind. In der Studie wurde die sexuelle Zufriedenheit erfragt auf einer Skala von 1, überhaupt nicht zufrieden, bis hin zu 5, sehr zufrieden. Im Durchschnitt erreichten die Männer einen Zufriedenheitswert von 3,4 und die Frauen von 3,5. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Teilnehmenden sich in einem Bereich bewegte, der sich weder durch eine besonders hohe sexuelle Zufriedenheit noch durch eine besonders niedrige sexuelle Zufriedenheit kennzeichnete. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, dass es nur wenige Teilnehmende gab, die wirklich sexuell erfüllt waren. Und das ist ja eigentlich schade. Eine weitere Studie untersuchte die typische Entwicklung der sexuellen Zufriedenheit im Beziehungsverlauf. Und es zeigten sich hier ganz interessante Ergebnisse. Im ersten Beziehungsjahr nahm nämlich die sexuelle Zufriedenheit zu. Ab dem ersten Beziehungsjahr nahm die sexuelle Zufriedenheit jedoch mit jedem weiteren Jahr ein Stück weit ab. Wie lassen sich diese Befunde am besten erklären? Und vermutlich ist die beste Erklärung die folgende. Im ersten Jahr sind die Gefühle noch sehr frisch und außerdem lernen die PartnerInnen sich immer besser kennen. Dadurch wächst die Vertrautheit und die PartnerInnen können auch mehr aufeinander eingehen. Dies wiederum wirkt sich günstig auf die sexuelle Zufriedenheit aus. In den folgenden Jahren tritt nun allerdings ein sogenannter Sättigungseffekt ein. Sexualität, sexuelle Erregung und Spannung ist auch an den Reiz des Neuen gebunden. Und nun gewöhnen sich die Partner ineinander und dadurch nimmt der Reiz ein wenig ab. Vor allem aber auch deshalb, weil immer mehr Routinen in den Alltag einziehen, auch Konflikte auftreten und daher die Beteiligten sich immer weniger mit der Beziehung an sich beschäftigen und so auch oft die Sexualität vernachlässigen. Und tatsächlich zeigt eine große Anzahl an Studien, dass die Häufigkeit der Sexualität im Beziehungsverlauf ebenfalls erheblich abnimmt. Glücklicherweise können wir aber auch einiges dafür tun, dass die sexuelle Zufriedenheit erhalten bleibt oder dass wir zumindest ihre Abnahme verzögern können oder sogar die sexuelle Zufriedenheit steigern können. Eine Meta-Analyse, die also eine große Anzahl an verschiedenen Einzelstudien analysierte, kam dabei zu dem Ergebnis, dass insbesondere sexuelles Experimentieren, offene Gespräche über Sexualität, aber auch beispielsweise Oralverkehr dazu geeignet sind, die sexuelle Zufriedenheit zu erhöhen und so dazu beizutragen, dass die Leidenschaft aufrechterhalten bleibt oder immer wieder in einer Beziehung aufflammen kann. Das bisher Gesagte beruht ausschließlich auf Durchschnittswerten. Tatsächlich gibt es aber auch große individuelle Unterschiede zwischen Paaren und einzelnen Personen. Während im Durchschnitt die sexuelle Zufriedenheit im Beziehungsverlauf beispielsweise abnimmt, gibt es ebenso Paare, wo die sexuelle Zufriedenheit aufrechterhalten bleibt oder sogar ansteigt.
Und während es richtig ist, dass häufiger Sex, Oralverkehr und auch sexuelles Experimentieren meistens die sexuelle Zufriedenheit erhöhen, ist auch dies nicht bei allen Personen und Paaren der Fall. Personen, die beispielsweise ein sehr geringes sexuelles Verlangen haben, vielleicht im Bereich der Grey-Asexualität angesiedelt sind, werden sicherlich durch mehr Sex nicht sexuell zufriedener werden. Und Personen, die Oralverkehr dezidiert nicht mögen oder sich sogar vor Oralverkehr ekeln und diese auch nicht ändern oder überwinden möchten, werden ebenfalls durch Oralverkehr nicht sexuell zufriedener werden. Und genauso sieht es auch beim sexuellen Experimentieren aus. In aller Regel steigt unsere sexuelle Zufriedenheit, wenn wir die Variabilität unseres sexuellen Verhaltens in Beziehungen erhöhen. Aber es gibt ebenfalls Personen, die ein sexuelles Experimentieren genau nicht mögen. Das sehen wir auch bei Gleichklang. Bei Gleichklang geben ungefähr 10% unserer Mitglieder an, dass sie sexuelles Experimentieren in einer partnerschaftlichen Beziehung ablehnen. Und was hier also als ganz entscheidender Faktor ins Spiel kommt, ist die sexuelle Kompatibilität. Hierzu habe ich auch bereits vorher ein eigenes Video gemacht. Die sexuelle Zufriedenheit von Paaren wird umso höher sein und hat die höchste Chance, auch erhalten zu bleiben oder sich sogar positiv weiterzuentwickeln, desto sexuell kompatibler die beteiligten Personen tatsächlich miteinander sind. Und an dieser Stelle kommt nun wiederum ebenfalls erneut die sexuelle Konfigurationstheorie der Neurowissenschaftlerin, Genderforscherin, Sexualwissenschaftlerin und Psychologin Sari Van Enders zum Tragen. In dieser Theorie wird unsere eigene individuelle Sexualität als eine Konfiguration anhand einer großen Anzahl möglicher Merkmale und deren Interaktion miteinander dargestellt. Unsere Sexualität ist viel mehr, als es beispielsweise durch traditionelle Begriffe der sexuellen Orientierung wie Heterosexualität, Homosexualität oder Bisexualität dargestellt wird. Sie ist nochmal viel individueller und enthält auch noch eine große Anzahl weiterer Informationen, als sie allein in diesen Standardbegriffen zu unserer sexuellen Orientierung überhaupt erfasst werden. Ich habe bereits 2 Videos zur sexuellen Konfigurationstheorie von Sari Van Enders gemacht. Heute geht es um den Einfluss sexueller Praktiken und des Aussehens auf unsere individuelle Sexualität. Bevor ich hiermit loslege, werde ich allerdings in aller Kürze die Inhalte der beiden vorherigen Videos zusammenfassen, damit ihr auch alle folgen könnt. Selbst dann, wenn ihr diese vorherigen Videos nicht gesehen habt, habt ihr die beiden vorherigen Videos aber gesehen und erinnert auf das, was dort dargestellt worden ist, könnt ihr diesen kurzen Teil jetzt am besten einfach überspringen. Den Sprunglink dazu findet ihr in der Infobox. Unsere individuelle sexuelle Konfiguration wird nach der Theorie von Sari Van Enders unter anderem bestimmt durch die Parameter Anzahl der PartnerInnen, Geschlecht, Gender sowie Eroticism, das ist so etwas wie körperlich bezogene Lust, und Nurturance, das ist so viel wie liebevolle Zuwendung. Wir unterscheiden uns dahingehend, ob wir sexuell zufrieden werden mit nur einer Person oder ob unser sexuelles Begehren sich auf mehrere Personen bezieht. Es gibt also eine monopartnersexuelle Orientierung und eine polypartnersexuelle Orientierung. Und dann wiederum gibt es Menschen, für die ist beides möglich. Die können zufrieden werden mit nur einer Person, die können aber ebenso zufrieden werden mit mehreren Personen. Und zudem gibt es einen Spektrumsbereich, das ist eine Art Graubereich. Hierzu gehört beispielsweise, wenn eine Person durchaus zufrieden wird mit Sex mit nur einer anderen Person, aber gerne im Internet chattet zusätzlich. Oder hierzu gehört, wenn wir typischerweise monogam leben, aber ganz selten zum Beispiel im Urlaub einmal eine Ausnahme machen. Und Menschen unterscheiden sich eben nun bezüglich ihrer sexuellen Präferenzen dahingehend, ob für sie sexuelle Zufriedenheit in einer monogamen Beziehung möglich ist oder ob sexuelle Zufriedenheit nur dann eintritt, wenn nicht monogame Konstellationen gewählt werden. Und gleichzeitig gibt es auch noch so etwas wie die Stärke der partnersexuellen Orientierung. Und dies wiederum bedeutet, dass manche
Menschen eine sehr hohe Stärke der Partnersexualität haben. Das heißt, sie wollen wirklich auch unbedingt Sex mit anderen Personen haben und werden zusehen, dies möglichst oft zu haben. Während andere haben eine geringe partnersexuelle Stärke. Und im Extrembereich kann die auch bei Null liegen. Und dann sprechen wir von Asexualität. Neben diesem Parameter Anzahl der PartnerInnen spielt der Parameter Geschlecht Gender eine herausragende Rolle. Manche Menschen interessieren sich sexuell für Frauen, binäre Frauen. Andere interessieren sich sexuell für Männer, binäre Männer. Dann wiederum gibt es Menschen, die interessieren sich sowohl für Frauen als auch für Männer. Wir sprechen hier von Bisexualität. Und gleichzeitig gibt es erneut einen großen Spektrumbereich, in den fallen beispielsweise feminine Männer, maskuline Frauen, Transgender-Männer oder Transgender-Frauen, intergeschlechtliche Personen oder auch Personen, die sich nicht als ein vorwiegend geschlechtlich definiertes Wesen erleben, Agender-Personen beispielsweise, die nicht davon ausgehen, dass sie tatsächlich ein Gender haben und auch nach außen oft nicht so auftreten. Und da gibt es jetzt noch viele weitere Konfigurationen. Und auch all diese nicht-binären Konfigurationen und Möglichkeiten im Spektrum kann sich ebenfalls unsere sexuelle Präferenz beziehen. Und außerdem gibt es erneut eine Stärke des auf Geschlecht und Gender bezogenen sexuellen Interesses. Ist dies sehr hoch, bedeutet das, dass Merkmale von Geschlecht und Gender eine ganz herausragende Rolle dahingehend spielen, ob wir sexuell interessiert sind oder nicht. Ist demgegenüber das Interesse an Geschlecht Gender im Kontext der Sexualität sehr gering, bedeutet dies, dass Geschlecht und Gender für uns gar nicht so eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, zum Beispiel nach Sexualpartnerinnen zu suchen. Und im Extrembereich liegt die Stärke unserer Orientierung auf Geschlecht und Gender bei Null. Und dann sprechen wir von Pansexualität. Geschlecht und Gender spielen dann für unsere sexuelle Orientierung überhaupt keine Rolle. Ja, und nun zum Parameter Eroticism und Nurturance. Sex und Liebe könnten wir auch verkürzt sagen. Und Sex und Liebe sind miteinander in vielfältiger Art und Weise verbunden oder können miteinander verbunden sein. Häufig ist die sexuelle Orientierung und die romantische Orientierung identisch. Das heißt, wir suchen nach den gleichen Merkmalen für sexuelles Erleben, für Lust, wie auch für Liebeserleben, für Nurturance. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Es ist ebenfalls möglich, dass wir für Sex nach anderen Merkmalen suchen als für eine partnerschaftliche Beziehung. Und diese drei Parameter, Anzahl der Partnerin, Geschlecht, Gender, Eroticism und Nurturance, können nun auch wiederum miteinander interagieren. So ist es beispielsweise denkbar, dass wir allein für Eroticism nach, sagen wir einmal, Männern suchen, während wir uns für eine Liebesbeziehung nur Frauen als PartnerInnen vorstellen können. Und auch hier gibt es wiederum Stärkeparameter. Es kann nämlich sein, dass wir uns sehr stark an sexueller Lust orientieren. Es kann aber auch sein, dass sexuelle Lust eine nur geringe Rolle spielt. Und es kann ebenso sein, dass wir uns sehr stark an Liebe, liebevollem Erleben orientieren, liebevoller Zuwendung. Ebenso gibt es aber Personen, die zum Beispiel aromantisch sind und überhaupt kein Interesse an Liebesbeziehungen haben. Die müssen aber nicht asexuell sein. Es kann sein, dass sie dennoch sehr vielfältige und starke sexuelle Interessen haben. Zusätzlich zu den Faktoren Anzahl der PartnerInnen, Geschlecht, Gender und Eroticism, Nurturance führt Sarah Van Anders in ihrer Theorie den weiteren Bereich der sogenannten Sexparameter ein. Und zu den Sexparametern können jetzt unzählige verschiedene Aspekte gehören, die jeweils einzelne Menschen beim Sex besonders interessant finden. Und einer der Aspekte, die wir unter diesen Sexparameter einordnen können, sind die sexuellen Praktiken. Denn warum sollte sich unsere sexuelle Orientierung ausschließlich auf die Menschen beziehen, zum Beispiel ihr Geschlecht,
Gender oder die Anzahl der beteiligten Personen und nicht auf das, was wir gerne beim Sex tun möchten. Was ist nun unter Sexualpraktiken zu verstehen? Nun, dies ist eine riesengroße Anzahl möglicher Dinge, die wir beim Sex tun können. Die bekanntesten sind sicherlich zum Beispiel Zärtlichkeit, Küssen, Streicheln, orale Stimulation, gebend oder nehmend, Vaginalverkehr, Analverkehr und vieles weitere. Es gibt Menschen, die mögen alle diese Praktiken. Es gibt andere Menschen, die mögen einige dieser Praktiken genau nicht. Für manche, die sind eher sehr generell orientiert, ist es gar nicht so wichtig, was wir nun ganz genau beim Sex machen. Und die können sich flexibel durchaus auch auf Partnerinnen einstellen. Dann wiederum gibt es einzelne Personen, die sind ganz auf eine einzelne Praktik fokussiert. Für die tritt sexuelle Zufriedenheit nicht ein, wenn sie diese Praktik nicht auch gemeinsam mit ihren PartnerInnen durchführen können. Wir können unsere sexuellen Praktiken auch erweitern. Das ist auch oft hilfreich und entspricht genau dem sexuellen Experimentieren, was die meisten als positiv erleben. Aber eine solche Erweiterung unserer sexuellen Präferenzen kann auch an Grenzen stoßen, nämlich an Grenzen dessen, was wir möchten. Und wir sollten uns hier weder extern noch intern unter Druck setzen lassen. Gleichzeitig macht dies noch einmal die Bedeutsamkeit von sexueller Kompatibilität, und zwar bereits bei der Partnerwahl, deutlich. Denn weder sollten wir uns gezwungen fühlen, etwas zu tun, was wir nicht tun möchten, noch sollten wir von anderen oder von uns selbst verlangen, auf etwas zu verzichten, was uns aber nun einmal sexuell bedeutsam ist. Die Bedeutsamkeit von sexuellen Praktiken für unsere sexuelle Zufriedenheit in Beziehung ist nicht zu unterschätzen. So hat beispielsweise eine Studie von Betty LaFrance gezeigt, dass Unterschiede in den sexuellen Praktiken ein erhebliches Konfliktpotenzial in Beziehungen beinhalten können und zu einer Absenkung der erlebten sexuellen Kompatibilität und der sexuellen Zufriedenheit führen können. Und das hat Betty LaFrance spezifisch gezeigt für Unterschiede bezüglich der Präferenz für Oralverkehr, Vaginalverkehr, Analverkehr, für die Verwendung von pornografischem Material, überhaupt für die erlebte Umsetzbarkeit der eigenen sexuellen Fantasien, wie auch für die Bedeutsamkeit, Wichtigkeit und Häufigkeit von Sexualität. Kommt es hier also zwischen PartnerInnen zu erheblichen Unterschieden in ihren sexuellen Präferenzen, dann nimmt auch die sexuelle Kompatibilität und die sexuelle Zufriedenheit der Beteiligten tatsächlich ab. Eine weitere Gruppe von sexuellen Praktiken wird von Sarah Van Anders unter dem Begriff Kink zusammengefasst. Unter Kink werden sexuelle Praktiken verstanden, die eher ungewöhnlich, unkonventionell oder auch selten sind. Und entsprechend werden solche Kink-Praktiken durch die Gesellschaft oft stigmatisiert. Folge ist, dass die Betreffenden dazu neigen, den Mantel der Heimlichkeit über diese Praktiken zu breiten, nicht selten auch gegenüber den eigenen PartnerInnen. Und dies kann wiederum im Verlauf von Beziehungen zu nicht unerheblichen Irritationen führen. Zu den Kink-Praktiken zählt insbesondere auch der BDSM, also Praktiken von Fesselung, Unterwerfung, Schmerzzufügung und Schmerzerleiden, und zwar im Sinne einer spielerischen Vereinbarung zwischen zustimmungsfähigen und zustimmenden erwachsenen Personen. Ja, und ich sagte gerade, Kink-Praktiken sind oft relativ selten. Ganz so selten ist der BDSM allerdings in der allgemeinen Bevölkerung nicht. So zeigen beispielsweise Daten aus Belgien, dass 47% der befragten Angaben bereits einzelne BDSM-Praktiken ausgeübt zu haben. Und noch einmal 22 weitere Prozent gaben an, dass sie sich in ihren Fantasien bereits mit BDSM-Praktiken beschäftigt haben. Allerdings ist jedenfalls noch nicht so weit gekommen sei, dass sie dann tatsächlich auch BDSM praktizierten. Es gibt jedoch einen bedeutsamen Unterschied, ob wir etwas jemals getan haben oder schon mal daran in unseren Fantasien gedacht haben oder ob wir tatsächlich ein dezidiertes und ein ausgeprägtes Interesse an etwas haben. Und das
können wir in der gleichen Studie sehen, es waren dann nämlich nur 8% der Befragten, die tatsächlich angaben, sich explizit als BDSM-Praktizierende zu sehen. Nur bei diesen 8% liegt also tatsächlich eine starke BDSM-Neigung vor. Offensichtlich hat es Auswirkungen auf Partnerschaften und die Sexualität in Beziehungen, ob BDSM-Präferenzen bei Einzelnen oder allen Beteiligten in der Beziehung vorhanden sind oder nicht. Insofern macht es Sinn, dieses Thema auch bereits in die Partnersuche mit einzubeziehen. Bei Gleichklang erfragen wir solche Präferenzen von allen unseren Mitgliedern und legen dies dann eben auch beim Matching zugrunde. Bei unseren Mitgliedern sehen die Zahlen folgendermaßen aus. 55% unserer Mitglieder wünschen keine Vorschläge von Personen, die BDSM-Präferenzen haben. 31% unserer Mitglieder sagen, dass PartnerInnen durchaus BDSM-Präferenzen haben dürfen, obwohl sie selbst aber keine derartigen Präferenzen für sich angeben. Und 14% unserer Mitglieder berichten, dass bei ihnen selbst eine Offenheit gegenüber BDSM oder dezidierte BDSM-Präferenzen vorliegen. Gemberling geht in einem Artikel der Frage nach, ob BDSM eigentlich eine sexuelle Orientierung sei. Überraschenderweise ist der Begriff der sexuellen Orientierung keineswegs klar definiert. Im Grunde ist eine sexuelle Orientierung nichts anderes als eine sexuelle Präferenz, die allerdings besonders stark ist. Gemberling führt auch noch weitere Kriterien an, wie beispielsweise einen frühen Beginn. Im Ergebnis gelangt er zu dem Schluss, dass für einige Praktizierende von BDSM tatsächlich eine sexuelle Orientierung sei, und zwar in dem gleichen Sinne wie für Heterosexuelle oder Homosexuelle ihre Heterosexualität oder ihre Homosexualität eine sexuelle Orientierung sei. Und gerade im BDSM-Bereich kann es dabei auch passieren, dass die Betreffenden sich in ihrer sexuellen Präferenz nahezu nur noch auf die entsprechenden Praktiken ausrichten, während die Personen, beispielsweise ihr Geschlecht oder Gender, kein oder nur noch eine geringe Rolle spielen. Bei Sarah von Enders wird im Grunde der Begriff der sexuellen Orientierung überwunden, auch wenn sie ihn keineswegs explizit abschafft, aber er wird de facto doch ersetzt durch den Begriff der sexuellen Konfiguration. Und bei einer sexuellen Konfiguration handelt es sich dabei um etwas sehr viel Individuelleres als das, was unter den Begriffen der sexuellen Orientierung ziemlich pauschalisierend abgehandelt wird. Denn die sexuelle Konfiguration ergibt sich aus all den sexuellen Begierden und Wünschen in ihrer Gesamtheit einer einzelnen Person. Und hierzu gehören eben auch die sexuellen Praktiken. Dies aber wiederum für jede Person in einem unterschiedlich starken Ausmaß. Und das lässt sich über den Stärkeparameter wiederum spezifizieren für einige Personen spielen sexuelle Praktiken oder auch bestimmte sexuelle Praktiken eine herausragende Rolle für ihre Gesamtsexualität. Und für andere Personen wiederum spielen einzelne Praktiken keine große Rolle. Und für die Partnersuche, das Matching und auch die Beziehungsgestaltung macht dies jeweils eben auch einen deutlichen Unterschied. Je wichtiger uns bestimmte sexuelle Praktiken sind, umso entscheidender ist es, dass wir darauf auch bereits bei der Partnersuche achten. Beziehung und die sexuelle Zufriedenheit wird umso stärker durch Inkompatibilität beeinträchtigt, desto wichtiger einzelne sexuelle Praktiken sind und natürlich insbesondere dann, wenn eine ausgeprägte Appetenz, also eine ausgeprägte positive Begierde für eine entsprechende Praxis bei der anderen Person auf eine ausgeprägte Aversion, eine ausgeprägte Ablehnung trifft. Und für die Partnersuche ist es sinnvoll, dass vorwiegend solche Personen zueinander finden und Beziehungen miteinander aufbauen, deren sexuelle Konfiguration jedenfalls miteinander kompatibel ist. Sie brauchen ja keineswegs gleich oder identisch zu sein, das wird auch kaum möglich sein, aber es genügt, wenn Spielräume vorhanden sind, um für alle Beteiligten eine befriedigende Sexualität miteinander aufzubauen.
Es ist nun allerdings keineswegs so, dass sich bei dem Begriff des Sexparameters alles nur um sexuelle Praktiken drehen würde. Es gibt viele weitere Aspekte, die ja eingeordnet werden können. Und auf einen dieser Aspekte, einen oft wichtigen Aspekt, gehe ich jetzt noch in aller Kürze ein. Es handelt sich um das Aussehen bzw. um die durch äußerliche Merkmal, durch körperliche Merkmal hervorgerufene sexuelle Anziehung. Und in diesem Bereich gibt es wiederum individuell sehr stark divergierende Präferenzen und Interessen, zum Glück, denn das bedeutet umgekehrt, dass wir alle die Chance haben, Menschen zu begegnen, die uns in unserer Körperlichkeit als sexuell anziehend erleben. Worum kann es gehen? Ich gebe jetzt nur eine ganz grobe Auflistung. Wir wissen es ja auch, alle wichtigen Merkmale können sein, die Körperfigur oder auch die Körpergröße. Hier gibt es geschlechtstypische Attraktivitätswahrnehmungen. Frauen schauen eher nach größeren Männern, Männer eher nach kleinen oder höchstens gleich großen Frauen. Viele weitere Merkmale kommen aber in Frage, und zwar von Kopf bis Fuß. Es gibt Menschen, die mehr oder weniger Wert legen auf das Aussehen bestimmter Körperregionen oder auch Körperteile, Gesicht oder auch Mund, Lippen, Augen, Brust, Bauch, Genitalbereich, Oberschenkel, Füße. Die Liste lässt sich kaum erschöpfen. Die meisten von uns haben hier eher eine ganzheitliche Attraktivitätswahrnehmung. Das heißt, wir betrachten den Menschen als eine gesamte Gestalt und dadurch wird eben dann mehr oder weniger unser sexuelles Interesse, unsere erlebte sexuelle Anziehung ausgelöst. Es gibt aber auch Personen, die sich in ihrem sexuellen Erleben, in ihrer sexuellen Anziehung auf ganz spezifische Körperbereiche oder Körperteile ausrichten, die ihr sexuelles Interesse eben aufrufen. Wir sprechen hier auch von Partialismus. Das können zum Beispiel Hände sein. Ich möchte jetzt nicht näher auf all diese verschiedenen Merkmale eingehen. Ich verweise außerdem auf eines meiner vorherigen Videos. Nämlich geht alles bei der Partnersuche um das Aussehen. Und ich gebe jetzt einige ganz grobe allgemeine Empfehlungen oder Hinweise, die sich jeweils auf psychologischen Studien stützen. Zunächst einmal ist es für die meisten von uns nicht so, dass die erlebte sexuelle Attraktivität, die körperliche Attraktivität, die durch eine andere Person von uns erlebt wird, absolut fixiert ist und immer gleich bleibt, sondern wir sehen in Studien, dass es relativ oft vorkommt, dass Personen berichten, dass sie im Prozess des Kennenlernens beginnen, die andere Person auf eine andere Art und Weise zu sehen und wahrzunehmen. Wenn wir nämlich jemanden mögen, dann beginnen wir auch das Aussehen dieser Person als zunehmend positiv zu bewerten und dann beginnen wir uns häufig sexuell angezogen zu fühlen, obwohl am Anfang die sexuelle Anziehung noch gar nicht so stark oder sogar gar nicht vorhanden gewesen ist. Die Empfehlung lautet hier also, eine gewisse Offenheit beizubehalten, wenn es denn möglich ist. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt eben auch Menschen mit sehr, sehr starken Präferenzen, die auch sehr fixiert sind und die sie auch nicht einfach mal so ändern können. Besteht aber die Möglichkeit zur Offenheit, erhöht das die Chance auf eine tragfähige und dann auch sexuell befriedigende partnerschaftliche Beziehung. Eine weitere Anmerkung ist, dass solche auf das Aussehen bezogene Präferenzen tatsächlich auch stark kulturell bedingt sind und sich insofern auch durch kulturelle Einflüsse verändern können. So zeigen zum Beispiel Studien, dass in den USA weiße Männer sich besonders stark für schlanke Frauen interessieren, während Afroamerikaner ein stärkeres Interesse an fülligeren Formen haben. Und eine weitere Studie in Nicaragua hat nun wiederum gezeigt, dass durch die Einführung des Fernsehens mit einem stärkeren Fokus auf schlanke Figuren sich die Präferenz
befragter Männer innerhalb eines Zeitraums von mehreren Jahren von fülligeren Formen zu schlanken Formen verschoben hat. Es ist wichtig, dass wir sowas im Hinterkopf wissen, weil uns dies auch noch einmal klar macht, dass solche auf das Aussehen bezogenen Präferenzen eben nicht in Stein gemeißelt sein müssen. Und dadurch können wir noch einmal dies als Anregung aufgreifen, um zu reflektieren, wie es denn nun eigentlich bei uns tatsächlich ist. Das Aussehen spielt also eindeutig eine Rolle, das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, aber es gibt auch Möglichkeiten zur Flexibilität, die wir nicht vergessen sollten. Es kann hilfreich sein, diese zu reflektieren, auf diese zu achten und diese dann auch weiterzuentwickeln. Und wie flexibel das mit dem Aussehen, den Präferenzen bezüglich des Aussehens tatsächlich dann ist, das sehen wir auch im individuellen Lebenslauf, denn was durch Studien belegt ist, ist, dass unsere Präferenzen, unsere sexuellen Präferenzen bezüglich des Aussehens mit wachsendem Alter bezüglich ihrer Enge und Fixierung sich erweitern, sich also tatsächlich verändern, dass wir großzügiger werden bezüglich der auf das Aussehen bezogenen sexuellen Präferenzen und beginnen, weitere Aspekte der Person mit einzubeziehen. Und wenn wir bereits beim Alter sind, so handelt es sich hier auch um ein Merkmal, auf welches sich unsere sexuellen Präferenzen beziehen können und typischerweise es übrigens auch tun. Das Alter als Aspekt unserer sexuellen Orientierung kommt in der klassischen Sichtweise wiederum vollkommen zu kurz. Denken wir an eine 25-jährige heterosexuelle Frau. Wird sich diese sexuell für einen 85-jährigen Mann interessieren? Wahrscheinlich nicht. Womöglich würde sich sogar für eine 20-jährige Frau stärker interessieren, sexuell, als für einen 85-jährigen Mann. Übrigens gibt es auch das umgekehrte Phänomen, dass also zum Beispiel ein junger Mann in den 20ern sich vorwiegend oder sogar nur für sehr viel ältere Personen, zum Beispiel Senioren, interessiert. Wir sprechen hier von Gerontophilie. Der Vorteil der sexuellen Konfigurationstheorie ist, dass alle diese verschiedenen Merkmale in einem System abgebildet werden können. Gleichzeitig werden wir dazu angeregt, über unsere eigene Sexualität zu reflektieren und uns dieser dadurch bewusster zu werden. Das klassische System ist demgegenüber willkürlich, indem es alles auf Geschlecht und Gender fokussiert und einfach alle anderen Merkmale, auf die sich unsere sexuellen Präferenzen beziehen, komplett ausblendet. Ja, und dann gibt es eine riesige Anzahl weiterer Merkmale, an die wir typischerweise gar nicht denken, wenn es um Sexualität geht, die uns dennoch sexuell antönen oder auch abtönen können. Und manchmal ist uns dies auch gar nicht so bewusst, eben weil wir diese Merkmale gar nicht erwägen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Dies können Merkmale sein, die sich unterordnen lassen unter Kategorien wie Lebensstil, ethische Überzeugungen, Religion oder auch Intelligenz. Es ist tatsächlich aufgezeigt, dass solche sexualitätsfernen Merkmale in engem Zusammenhang mit der erlebten sexuellen Anziehung stehen können. Es insofern auch verdienen, eine vollständige Theorie unserer sexuellen Orientierung oder besser unserer sexuellen Konfiguration eingebettet zu werden. Und ich werde in einem weiteren Video auch auf solche Merkmale dann noch einmal gesondert eingehen und ebenfalls auf das Thema der sexuellen Fluidität, also der temporären Schwankung oder auch der Veränderung und systematischen Weiterentwicklung unserer sexuellen Präferenzen. Noch einmal möchte ich auch auf die vielen verschiedenen Interaktionen zwischen all diesen Parametern eingehen. So kann es beispielsweise sein, dass wir in einer liebevollen, auf Zuneigung, Fürsorgung beruhenden Verbindung, Nurturance, uns für andere sexuelle Praktiken interessieren als bei einem reinen Sexkontakt. Oder es kann sein, dass PartnerInnen mit unterschiedlichem körperlichen Aussehen bei uns auch verschiedene sexuelle Präferenzen aktivieren. Was uns die sexuelle Konfigurationstheorie von Sarah von Anders sehr deutlich macht, ist, dass unsere Sexualität doch so komplex und vielgestaltig ist, dass es wenig sinnvoll ist, einfach implizit unausgesprochen Übereinstimmung vorauszusetzen.
Tun wir dies, kann es nämlich schnell passieren, dass wir irgendwann dann doch feststellen, dass wir im Grunde sexuell nicht gemeinsam ticken. Es macht daher Sinn, das Thema der Sexualität bereits im Rahmen der Partnersuche einzubeziehen und auszuloten, ob eine Passung tatsächlich möglich ist, entstehen kann. Es geht nicht darum, ob sie bereits vollständig vorhanden ist. Das muss nicht der Fall sein. Vollständig gibt es ohnehin nicht. Es geht aber darum, ob ein ausreichender Spielraum da ist, der zu einer Kompatibilität gemeinsam erweitert werden kann. Und der entscheidende Aspekt ist hier neben der Selbstreflexion die offene Kommunikation. Es ist wichtig, über Sex zu reden, und das ist alles andere als selbstverständlich. Ich habe es gerade vor kurzem wieder in einem Coaching-Gespräch mit einer Klientin gehabt, die langjährig auch verheiratet war, aber, wie sie dann auch selbst ausführte, mit ihrem Ehemann im Grunde nie über ihr eigenes sexuelles Erleben und ihre eigenen Bedürfnisse geredet hat. Und da wundert es dann natürlich auch nicht, dass keine sexuelle Erfüllung in solch einer Beziehung erreicht wird. Was tun wir aber, wenn wir feststellen, dass die Basis zwischen uns eigentlich wirklich vorhanden ist? Wir viele gemeinsame Lebensprinzipien haben, Lebensziele finden, wir uns sympathisch finden, auch Liebe zwischen uns entsteht, aber die sexuellen Konfigurationen sich doch sehr widerstreitend entgegenstellen. Ich sagte es vorhin schon, dass wir durchaus dazu in der Lage sind, davon auch profitieren können, unsere eigene Sexualität auch zu erweitern, aber dies stößt eben auch an Grenzen. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt so einen Fall, wo eigentlich zwei Personen sehr gut zueinander passen, aber in der Sexualität starke Gegensätze bestehen, die auch nicht durch eine Erweiterung überwunden werden sollen, weil die Betreffenden dies eigentlich nicht möchten. Was tun? Ja, in diesem Fall können die Betreffenden zwischen zwei verschiedenen Möglichkeiten entscheiden. Eine Möglichkeit ist, dass sie einfach von einer partnerschaftlichen Beziehung miteinander absehen und stattdessen zum Beispiel eine gute Freundschaft führen. Das ist durchaus eine sinnvolle Möglichkeit. Aber ebenso besteht die Option, dass die Betreffenden, weil sie so gut partnerschaftlich zueinander passen, miteinander Vereinbarungen treffen, die es beiden Beteiligten ermöglichen, sexuell zufrieden zu werden, eben durch eine zum Beispiel offene Beziehung, wo Sex zu Dritten erlaubt ist, durch eine Swinger-Beziehung, wo sie als Paar gemeinsam Sex mit Dritten haben, oder auch durch eine polyamore Beziehung, wo eine Beziehung nicht nur mit einer Person, sondern mit zwei Personen oder mehreren Personen geführt wird. Dadurch lassen sich solche sexuellen Inkompatibilitäten ebenfalls ausgleichen. Und manchmal ist es schade, wenn keine Beziehung eingegangen wird oder gar eine Trennung erfolgt, obwohl eigentlich die Basis für eine Liebe durchaus gegeben ist. Hier können solche alternativen Beziehungsformen durchaus eine Lösung sein. Sind wir bereits in einer partnerschaftlichen Beziehung und sind vielleicht tiefgreifend sogar sexuell unzufrieden, ist im Grunde das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Aber zu spät ist es dennoch noch nicht, denn wir können ja auch jemanden, der in einen Brunnen gefallen ist, wieder aus dem Brunnen herausholen. In diesem Fall geht es eben erneut darum, wieder zu beginnen und durch ein offenes Gespräch über Sexualität mögliche gemeinsame Erlebnismöglichkeiten miteinander zu erschließen oder zu der Entscheidung zu gelangen, anderweitige Vereinbarungen miteinander zu treffen. Wann ist eine Passung der sexuellen Konfigurationen eigentlich für eine partnerschaftliche Beziehung besonders wichtig? Auch die Bedeutsamkeit der Passung der sexuellen Konfiguration unterscheidet sich nämlich zwischen einzelnen Personen und Beziehungen. Und dies hängt unter anderem ab von der jeweiligen Orientierung der Liebe. Es gibt nämlich verschiedene Orientierungen der Liebe, also verschiedene Gestaltungs- und Bewertungsmöglichkeiten, wie wir an partnerschaftliche Beziehungen herangehen können. Gerne könnt ihr dazu meinen unten in der Infobox verlinkten Artikel die 9 Orientierungen der Liebe lesen. Eine dieser Orientierungen der Liebe lautet Liebe als Lust und Sex. Und
Wenn diese Orientierung von Liebe als Lust und Sex sehr stark entwickelt ist, dann spielen auch sexuelle Praktiken und andere Aspekte, die zu sexueller Befriedigung führen, eine große Rolle für die partnerschaftliche Beziehung. Ist diese Orientierung von Liebe als Sex und Lust demgegenüber wesentlich weniger dominant, dann sinkt auch die Bedeutsamkeit der sexuellen Kompatibilität für die Beziehungszufriedenheit ab, bis hin zu einem Punkt, wo PartnerInnen womöglich sagen können, wir ticken hier zwar ziemlich verschieden, aber letztendlich ist uns das doch recht egal, weil für uns ganz andere Dinge im Vordergrund der Liebe stehen. In einem solchen Fall ist es dann gegebenenfalls auch möglich, obwohl gar keine besonderen Vereinbarungen zu alternativen Beziehungsformen getroffen werden, trotz deutlicher Unterschiede in der sexuellen Konfiguration miteinander eine hohe Beziehungszufriedenheit und damit auch eine hohe Lebensfreude für die beteiligten PartnerInnen zu ermöglichen. Es gibt übrigens auch einen Test zu den neuen Orientierungen der Liebe, den ich euch ebenfalls unten in der Infobox verlinkt habe. Mithilfe dieses Testes könnt ihr eure aktuellen Beziehungen, eure vergangenen Beziehungen oder auch eure Beziehungsgeschichte als Ganzes dahingehend bewerten, welche Orientierungen der Liebe eigentlich im Vordergrund gestanden haben oder weiterhin stehen. Bei Gleichklang übernehmen wir für unsere Mitglieder einen Teil des Matching nach Kompatibilität, indem wir die individuellen sexuellen Konfigurationen miteinander abgleichen. So habt ihr gleich eine gute Startbasis. Wenn du dieses Thema gerne individuell vertiefen möchtest oder auch ein anderes Thema, kannst du gerne einen Coaching-Termin mit mir vereinbaren. Den Link zu meiner Webseite findest du unten in der Infobox. Übrigens können Coaching-Honorare jederzeit auch gerne in beliebigen Raten beglichen werden. Bitte gib jetzt noch meinem Video ein Like und abonniere unbedingt meinen Kanal, so wirst du über neue Videos informiert. Es wird noch viele weitere Videos zur Psychologie von Beziehungen, zur Psychologie der Partnersuche und zur Psychologie der Sexualität geben. Verwende auch unten den Teilen-Button und schlage dadurch deinen Freundinnen und Bekannten dieses Video vor. Ganz besonders freue ich mich, wenn du mir deine eigenen Erfahrungen und Gedanken unten in die Kommentare schreibst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.